war eine sehr schöne Messe, es war eine sehr schöne Atmosphäre. Das ist ein wunderschönes Ambiente, es ist top organisiert. Ja, es bleiben keine Wünsche offen, weder für die Besucher noch für die Aussteller. Erstmal möchte ich sagen, dass die Isabella wieder einiges auf die Füße gestellt hat, weil sowas, so ein Event wie hier mit Aussteller und Turnier und Vorsteller von Manuels Arbeit, das gibt es einfach gar nicht. Und das war super mal zu sehen, auch dass er das auch zeigen konnte mit größerem Publikum, was er mit unterschiedlichen Pferden arbeitet und wie er das einfach schafft. Und wie toll dann auch das Ergebnis ist, schon nach einer halben Stunde. Wahnsinn, einfach klasse. Stay. Now mobilize to the left. Stop. Now to the left. Stop. To the right. Stop. This is very important. So, these precise movements that the rider kept control. The pelvis of the horse like this helps a lot, for example, in flying chains, in pirouettes, in a lot of things. This is difficult to do, it's not easy. Ich finde es sehr interessant hier, sehr lehrreich. Was mich sehr fasziniert an der Reiterei als Sattler ist, dass die Pferderücken wirklich alle sehr gut bemuskelt sind. Und das bringt mich natürlich zum Überlegen. Mich fasziniert bei der Messe das Konzept letztendlich, tatsächlich so nah an den Pferden dran zu sein und einfach diese tolle Reiterei mal so mitzubekommen und gleichzeitig aber eben auch dieses tolle Publikum und vor allem auch der Spirit, der da dahinter ist. Ist schon sehr speziell und das genießen wir hier jetzt auch während der gesamten Messe, weil man da für sich selber schon auch so einiges mitnehmen kann. Neben der tollen Möglichkeit natürlich das Produkt, die Lodendecken, die Abschwitzdecken präsentieren zu können. Ich fand es hier super, super schön. Ich habe ganz, ganz viel von diesem Spirit, von der Atmosphäre, die hier herrscht, mitbekommen. Auch immer diese Verbindung zwischen Manuel und den Reitern. Habe ganz viel gelernt hier auch, wie man mit Pferden korrekterweise arbeiten kann und arbeiten sollte. Und kann nur jedem empfehlen, hierher zu kommen und das am eigenen Pferd zu erfahren. Traverse pirouette. Traverse to the right. Auf halt. Und stoß. Ibrit. Ganz spontan, es ist das Geilste überhaupt. Ganz spontan. Es war ganz, ganz toll und bewegend für mich. Ja, mir hat es auch sehr gut gefallen. Ganz anders, was wir bisher halt hatten. Ja. Aber man muss ja mal schauen, was es so noch gibt und wie die Pferde gegangen sind, war schon beeindruckend. Ja, das war schon super. Ich finde das einmal großartig, dass auf sehr hohem Niveau unterschiedliche Praktiken, Techniken, Produkte vorgestellt werden. Viele Pferdeinteressierte zusammenkommen. Ich würde sagen, die Gemeinsamkeit der Leute hier ist, dass sie sehr anspruchsvoll sind, dass sie durchaus gewillt sind, Geld für ihre Pferde und für ihren Sport auszugeben zum Wohl der Pferde. Und das finde ich gut. Ja, also wirklich eine sehr schöne Messe, hochwertige Reiterei, gibt es gar nichts dran zu meckern. Bin begeistert, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ja, wir haben selber Pferde, aber eigentlich reiten wir Western und doch mal aber doch auch jetzt hier die Erkenntnis zu haben, dass man auch mit anderen Rassen wirklich das erreichen kann. Also dass man durchaus, ganz egal letztlich welches Pferd man daheim hat, diese hohe Schule mit Sicherheit reiten kann. Nee, ist eine tolle Veranstaltung, auf jeden Fall. Also mir hat es sehr gut gefallen und die Messe an sich ist toll, die Show natürlich ist das Beste dran. Ja.